Mitten in Europa brennen Regenbogenfahnen. Homosexuelle werden bespuckt. Christen versuchen sogar, das Schwulsein wegzubeten. Nur ein paar Autostunden von Berlin grassiert der Homo-Hass in Warschau. Bei der Pride-Parade zogen am Samstag Zehntausende durch Warschau. Homo- und Transsexuelle protestieren für Gleichstellung, geschützt von einem gewaltigen Polizeiaufgebot. Der Pride ist hier nicht nur eine rauschende Party, sondern vor allem echter Protest. Allein auf dieser Seite des Platzes der Kulturen, wo es hier gleich losgeht, haben wir über 60 Mannschaftswagen der Polizei gezählt, die die Demonstranten heute beschützen. Nirgendwo in Europa schlägt Schwulen und Lesben so viel Hass entgegen wie in Polen. 85% der Bevölkerung sind katholisch. Queer und Kirche, das passt hier meist nicht zusammen. Am Rande des Protestmarsches sind Gegendemonstranten aufgelaufen. Mitglieder der Stiftung Leben und Familie beschmieren die Regenbogenfahnen. Ein paar Meter weiter beten Katholiken. Trotzdem machen mutige Polen ihre Sexualität hier sichtbar. Bild ist mitten in der Pride-Demo und spricht mit denen, die sich unerschrocken entgegenstellen. I grew up Catholic. My parents, especially my mom, is very religious. And I know she loves me, but she always pray for me and she always tell me that I will go to hell and she is sorry that I will go to hell. So it's tough, but what can you do? Experience discrimination every day on really a lot of levels. Sociology levels or law levels. I cannot take marriage with my partner. I cannot make almost anything in this country. It's really difficult to understand for German people. I would like to have married and I would like to be in that I don't know relationships. However, it's impossible in Poland. Fakt ist, die regierende Partei Peace prangert eine vermeintliche LGBT-Ideologie an, die sich gegen polnische Tradition und Werte richtet. Seit 2019 haben sich fast 100 Regionen Polens zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt. Als die EU damit gedroht hat, Gelder zu streichen, haben viele diese Beschlüsse dann zurückgenommen. Trotzdem, ein großer Teil der Polen ist gegen die Akzeptanz von Homosexuellen. Die Hilferufe im Land sind aber bis heute unüberhörbar.